just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We are listening and we're not blind. This is your life, this is your time. Alle Raubtiere müssen Strategien entwickeln, improvisieren und sich spezialisieren, um zu überleben. Weite Landschaften bedeuten dabei eine besondere Herausforderung. Für einen Jäger gibt es dort kaum eine Möglichkeit, sich zu verstecken, und er darf sich keine Fehler erlauben. Denn eine zweite Chance bekommt er vielleicht nicht. Die afrikanische Savanne ist so weit wie der Himmel über ihr. Sie wimmelt von Beutetieren und ist brutal für Räuber. Wenn man ständig ums Überleben kämpft, kann man es sich nicht erlauben, seinen Nachwuchs zu verziehen. Diese Gepardenmutter gibt ihr Bestes. Ihre 5 Jüngsten sind jetzt über ein Jahr alt und könnten für sich selber sorgen, aber sie denken nicht daran. Ihnen gefällt es so, wie es ist. Sie hängen an Mutters Rockzipfel und kleben aneinander. Ihre Großfamilie stellt die Gepardin vor eine Belastungsprobe, aber es fällt auch schwer, sie aufzugeben. Sie muss den Hunger von 6 ausgewachsenen Raubkatzen stillen, jeden Tag. Also jagt sie. Gnadenlos. Ein Gepard kann in Höchstgeschwindigkeit mit jedem Satz fast 9 Meter zurücklegen. Aber es gibt keine Garantie auf Erfolg. Besonders wenn die Beute sich von der unangenehmen Seite zeigt. Geparden sind Sprinter, aber keine Kämpfer. Jede Verfolgungsjagd in Höchstgeschwindigkeit kommt sie teuer zu stehen. Das Gehirn der Gepardin braucht Sauerstoff und innerlich glüht sie. Sie muss abkühlen, andernfalls stirbt sie. Ihr Nachwuchs dagegen ist nicht in der Stimmung, das Leben sonderlich ernst zu nehmen. Geparden jagen bei Tag, denn die andere große Katze der Savanne ist ein Nachtjäger. Und wenn sie kann, tötet sie auch Geparden.
Ein magerer Gepard ist einem kräftigen Löwen nicht gewachsen, geschweige denn einem ganzen Rudel. 70% aller jungen Geparden fallen anderen, größeren Raubtieren zum Opfer. Deshalb versucht die Mutter, ihren Nachwuchs nachts an einen sicheren Ort zu führen. Geparden fallen ein wenig aus dem Rahmen. Sie scheinen nämlich keinen angeborenen Jagdinstinkt zu besitzen. Es wird Zeit, es ihnen beizubringen. Und dieses Mal müssen sie aufpassen. Ihre charakteristische Färbung um die Augen reduziert die blendende Wirkung der Sonne. Und sie haben einen Weitwinkelblick. Ihr Erfolg hängt davon ab, schnell zu ihrer Beute aufzuschließen, denn sie können nur 15 Sekunden volle Leistung bringen. Die Gepardin ist so erschöpft, dass sie kaum die Kraft hat, die Schwarzfersen-Antilope zu erwürgen. Sobald ihre Beute tot ist, ruft sie ihren Nachwuchs zum Abendessen. Eine Kamera innerhalb des Kadavers zeigt, wie schnell sie ihre Beute auffressen. Viel schneller als andere Großkatzen. Denn ihnen bleibt nicht viel Zeit. Innerhalb weniger Minuten sind auch die anderen Fleischfresser aus der Nachbarschaft zur Stelle. Die Geparden fressen nur das zarte Fleisch und lassen Haut, Knochen und Eingeweide übrig. Auch eine ausgewachsene Antilope wird die gefräßigen Jungen nicht lange zufriedenstellen. Es wird Zeit, dass sie selbst mal etwas zu fressen nach Hause bringen. Sie haben zwar nicht die Raffinesse ihrer Mutter, aber gemeinsam schaffen sie es, ihre Beute zu erlegen. Sie haben bewiesen, dass sie es können. Zwei starke Instinkte stehen sich bei der Mutter gegenüber.
Sie hat so lange dafür gekämpft, ihre Jungen gut aufzuziehen, aber jetzt ist die Zeit gekommen, sie zu verlassen und an sich selber zu denken. In der Savanne gibt es Raubtiere in allen Größen. Wenn man klein und hungrig ist, ist es schlau, zusammenzuhalten, wie diese Zebramangusten. Dieser Haufen junger Racker wurde gezwungen, sein erstes Rudel zu verlassen. Zeit, ein eigenes zu gründen, mit eigenem Revier. Sie sind wahnsinnig neugierig auf alles, was essbar sein könnte. Ein nur 1,8 Kilogramm schweres Raubtier kann leicht selbst zur Beute werden. Sie sind aufeinander angewiesen, um Gefahren aus dem Weg gehen zu können. Wenn ihre Zahl zu gering wird, zerfällt die Gruppe. Bestimmt läuft hier irgendetwas zum Mittagessen herum. Aber sie dürfen nicht nur mit dem Bauch denken. Sie haben feindliches Territorium betreten. Das rivalisierende Rudel ist doppelt so stark wie ihres. Die jungen Zebramangusten müssen eine Niederlage einstecken. Und ihre Gegner beanspruchen die Beute für sich. Aber sie sind mit dem Leben davon gekommen. Ihr Hunger treibt sie tiefer in die Savanne. Dieser kleine Kerl hat Glück. Er findet einen leckeren Mistkäfer. Aber es gibt nicht genügend Käfer und Larven, um über die Runden zu kommen. Und da kommt eventuell noch mehr Ärger. Warzenschweine sind launisch und können Mangusten töten. Aber heute liefern sie das Mittagessen. Zecken. Die Schweine sind geradezu von ihnen verseucht. Die Borstentiere bekommen eine Reinigung und jede Manguste etwas zu fressen. Ein einzigartiges Bündnis zwischen zwei Säugetieren. Jetzt sind sie durstig. Aber trinken ist hier draußen gefährlich. Clevere Raubtiere lauern in der Nähe von Wasserlöchern und warten auf ihre Beute.
Mangusten mit Köpfchen wüssten, dass Marabus diesen Tümpel im Auge haben. Man nennt sie auch Bestattervögel. Sie sind 1,50 Meter groß und aggressive Fleischfresser. Jedem Jungtier wird ein Aufpasser zur Seite gestellt. Die Jüngsten innerhalb eines neu formierten Rudels sind besonders schutzbedürftig. Dies ist eine grausame Lektion, die Sie nicht so bald vergessen werden. Die afrikanische Savanne ist gnadenlos. Für die meisten Raubvögel ist das ausgedehnte Grasland unter ihnen wie eine riesige Festtafel. Der Sekretär jagt zu Fuß. Manchmal stakst er über 30 Kilometer am Tag. Vielleicht sieht er etwas fahrig aus, aber er ist ein geschickter Jäger mit gefährlichen Waffen. Seine scharfen Augen haben es auf Reptilien und Nager abgesehen. Er ist 1,20 Meter groß, mit dem Körperbau eines Adlers auf kräftigen Stelzen. Harte Schuppen auf seinen Beinen schützen ihn vor Schlangenbissen. Seine Flügel schützen ihn ebenfalls vor Schlangen und verwirren seine Beute. Mit seinen furchtbaren Beinen und Krallen trampelt er seine Beute zu Tode. Der Sekretär ist der einzige Vogel auf der Welt, der auf diese Weise jagt. Jeder seiner gewaltigen Tritte kann Knochen bersten lassen. Der Sekretär ist erfolgreich, obwohl es ihn oft Stunden kostet, Beute zu machen, während seine Jungen alleine zu Hause warten. Ein Nest in dieser Höhe sollte Räuber auf Abstand halten. Aber einige Jäger der Savanne können klettern. Diese durchtriebenen Anubis-Paviane haben ein Auge auf eine hilflose Mahlzeit geworfen. Aber die Mutter war nicht dumm. Sie hat ihren Nachwuchs in einer stacheligen Festung ausgebrütet, in dieser dornenreichen Akazie. Das vereitelt den Plan der Paviane. Aber die Dornen können nicht vor Naturgewalten schützen.
Der empfindliche Nachwuchs des Sekretärs könnte unter der Sonne der afrikanischen Savanne zu Tode gekocht werden. Aber die Mutter hat auch hierfür eine Lösung. Der Sekretär gehört zu den wenigen Raubvögeln, die nicht nur Futter, sondern auch Wasser hochwürgen können. Aber das Junge wird wachsen und immer mehr einfordern. Also muss der Sekretär zurück und weiter starksen und trampeln. Die afrikanische Savanne kann konkurrenzbetont und grausam sein. Aber es gibt noch eine andere weitläufige Region, die Raubtiere vor besondere Herausforderungen stellt. Die asiatische Steppe ist vielleicht die größte freie Graslandschaft der Welt. Sie treibt Raubtiere an ihre Grenzen. Das Gute ist, dass es hier nur wenig Konkurrenz gibt. Dafür gibt es aber auch weniger Beutetiere. Und die sind verdammt gerissen. Diese mongolische Wölfin hält sich gerade noch auf den Beinen. Ihre 5 Wochen alten Jungen können mittlerweile Fleisch zu sich nehmen, aber sie haben schon seit Tagen nichts mehr gefressen. Ein drittes Jungtier ist bereits verhungert. Die Wölfe hatten ursprünglich die Wahl. Zwischen mongolischen Gazellen, Rotwild und wilden Pferden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Wölfe müssen sich und ihre Familien bei einer viel geringeren Zahl an Beutetieren über die Runden bringen. Die Beute zu finden ist nicht das Problem. Die Wölfe können sie kilometerweit riechen. Aber sie zu fangen ist eine andere Sache. Wenn Nager erst einmal abgetaucht sind, bringt einen selbst der größte Hunger nicht weiter. Bei so wenigen verlässlichen Nahrungsquellen weicht die Aufmerksamkeit der Wölfin in eine andere Richtung ab, die sie das Leben kosten könnte. Viehzucht hat die wilden Herden ersetzt.
Der Wolf ist nicht mehr das erfolgreichste Raubtier der Steppe. Dieses Mal ist die Wölfin der Kugel entkommen. Aber sie ist immer noch hungrig. Genau wie ihr Nachwuchs. Selbst die kleinste Bewegung in großer Entfernung nehmen ihre Augen wahr. Dieses Kaninchen ist kaum der Rede wert, aber fürs Erste muss es reichen. Ihre Chancen haben sich verschlechtert. Aber trotzdem wird diese Wölfin weiter ihr Leben riskieren, um genügend Nahrung auf den Tisch zu bringen. Bei Nacht kommen noch weitere Raubtiere der Steppe zum Vorschein. Einige sind Einzelgänger, wie dieser Langohrigel. Er hält sich den Rücken frei, hat seinen eigenen Zeitplan und jagt zielstrebig nach Beute. Seine langen Ohren und die spitze Schnauze sind auf seine Opfer fokussiert. Käfer sind eine knackige Zwischenmahlzeit, aber er hat etwas Nahrhafteres im Sinn. Direkt über ihm befinden sich schmackhafte Eier. Er ist zwar äußerst begierig, aber nicht sonderlich beweglich. Seine Pfoten können nicht greifen. Gut, dass Igel gepolstert sind. Kein Problem, hier kriechen ja eine Menge Insekten rum. Und seine feinen Ohren nehmen bereits ein viel verlockenderes Geräusch wahr. Schuppen, die über Gestein schaben. Igel haben ein ausgezeichnetes Gehör und einen guten Geruchssinn. Dafür sind sie ziemlich kurzsichtig.
Sie rennen oft gegen Hindernisse, bevor sie sie sehen. Da sind Katastrophen vorprogrammiert. Ein Biss von dieser Halisotter kann ein Tier von seiner Größe sofort umbringen. Aber der Igel hat ein Geheimnis. Er ist gegen das Schlangengift resistent. Igel sind zwar hart im Nehmen, aber sie sind nicht unbesiegbar. Er macht sich noch vor Sonnenaufgang aus dem Staub. Denn dann beginnen seine wahren Feinde zu jagen. Die weite Landschaft der asiatischen Steppe sieht für einen Steinadler äußerst farbenfroh aus. Einige Raubvögel sehen Farben im ultravioletten Bereich, der für uns unsichtbar ist. Von ihrer bevorzugten Beute zurückgelassene Urinspuren leuchten unter der UV-Strahlung der Sonne. Mongolische Murmeltiere sind für den Steinadler leicht auszumachen. Aber die dicken Nager haben eine fein abgestimmte Verteidigung. Sie sind durch den Flügelschlag über ihnen gewarnt. Und ihr Luftverteidigungssystem löst Alarm aus. Es ist nicht besonders schlau, zu weit von zu Hause herumzustreuen. Murmeltiere können stundenlang unter der Erde bleiben. Dieser Adler ist ein Veteran der Murmeltierjagd. Aber trotzdem schmerzt jeder Misserfolg. Während er wartet, gibt er sich mit einigen Resten zufrieden. Ein Gewitter geht über der Steppe nieder und wäscht alle Urinspuren weg. Der Adler ist ausgebremst, immer noch hungrig und sitzt am Boden fest, bis seine Flügel getrocknet sind. Thank you.
Dies ist die Inselgruppe Spitzbergen. Viel zu weit nördlich für Bäume, um dort wachsen zu können. Der Polarfuchs fügt sich perfekt in die Landschaft ein und ist nur schwer auszumachen. Im Frühling verwandelt sich seine eisige, öde Heimat in eine Landschaft voller Möglichkeiten. Aber er ist auf Tarnung angewiesen. Der Polarfuchs streift sein Winterfell ab und passt sich erneut der Umgebung an. Er ist ein wahrer Meister der Verkleidung, denn er muss den größten Teil seiner Beute während eines kleinen Zeitfensters im Jahr machen. Das kurze Frühjahr entscheidet über seinen Erfolg oder Misserfolg. Millionen von Zugvögeln verwandeln seine Insel plötzlich in ein riesiges Osternest. Auf seiner Schatzsuche entdeckt er ein verlorenes Ei. Aber an die Quelle zu gelangen, wird schon schwieriger. Die Vogelnester auf den gefährlichen Felsklippen. Die Vögel sind furchtlose Eltern und bombardieren den Fuchs. Frustriert gibt er seinen Kommentar dazu auf eine unserer Kameras ab. Diese Vögel sind Blutsauger. Und sie werden ihm die Augen aushacken, wenn sie können. Der Polarfuchs weicht seinen Angreifern aus. Aber er muss dringend noch viel mehr Beute machen. Er jagt für 7. Zu Hause warten ungeduldig seine Partnerin und 5 Kinder. Sie sind schon die 20. Generation, die diese Höhle bewohnt. Dadurch, dass sie ihre Familie versteckt halten, schaffen sie es zu überleben. Sie fressen nur einen Teil dessen, was sie als Beute nach Hause bringen. Der Rest wird eingelagert. Als Vorrat für die Herbst- und Wintermonate, wenn die Vögel wieder weg sind. Der einzige andere Jäger, der auch das ganze Jahr über in dieser Polarregion unterwegs ist, ist 100-mal größer als ein Fuchs mit einem dementsprechenden Appetit. Es ist Frühling und dieser Eisbär hat nur 2 Dinge im Kopf: Fressen und Sex. Fettiges Fastfood ist am besten.
Robben sind ideal. Aber sie haben Rettungsluken. Manchmal macht das Meer die Arbeit für den Eisbären. Ein angespülter Walkadaver ist so etwas wie ein All-You-Can-Eat-Walspeck-Buffet. Was sein anderes Bedürfnis angeht, weder starker Wind noch das eiskalte Meer kann ihn davon abhalten. Diese Belohnung war die Mühe wert. Sie ist eine Schönheit. Die Bärin ist nur halb so groß wie er, aber nicht schüchtern. Neunhundert Kilogramm Bärenfleisch können überraschend zärtlich miteinander umgehen. Das Eisbärenpärchen scheint sich nicht daran zu stören, dass unser Team ihm zusieht und filmt. Die beiden werden zusammenbleiben, bis sie genug von ihm hat. Dann geht er seine eigenen Wege, während sie große Pläne hat. Um den Jahreswechsel wird die Bärin Zwillingen das Leben schenken.